Wenn du auf einem Handy eine App installieren willst, wie fühlst du dich dabei? Das ist eine komische Frage, ne? Du würdest wahrscheinlich antworten, wie soll ich mich dabei fühlen? Das ist vollkommen normal, da habe ich keine besonderen Gefühle. Ja, genau. Wenn es dein eigenes Handy ist. Wenn es aber das Handy von deiner Freundin ist und deine Freundin weiß nichts davon, dass du bei ihr eine App installierst, wie fühlst du dich dann? Du bist auf jeden Fall unsicher, weil du nicht weißt, wie sie reagieren wird, wenn sie es herausbekommt. Freut sie sich über diese App oder regt sie sich auf, weil du sie nicht gefragt hast? Wenn wir uns diese beiden Situationen ganz genau anschauen und eine Regel aus den dazugehörigen Gefühlen machen, dann ergibt sich daraus ein ganz klares und einfaches Modell. Mithilfe dieses Modells können wir Entwürdigungen und Übergriffe bereits in der Kommunikation wundervoll einfach entlarven und ganz leicht damit umgehen. Außerdem gibt es noch eine geniale Nebenwirkung. Weil wir viel schneller und einfacher mit Entwürdigungen und Übergriffen umgehen können, haben wir auch viel mehr Klarheit und dadurch wesentlich weniger Stress. Bis hin zur kompletten Stressfreiheit in den meisten Bereichen unseres Lebens. Stell dir nur einmal als Gedankenexperiment vor, du hättest eine Abschlussprüfung vor dir. Normalerweise wärst du aufgeregt oder nervös oder hast Lampenfieber oder eine andere Form von Stress. Wenn du dir jetzt aber mal vorstellst, du wärst der Chef deiner Abschlussprüfung. Deine Prüferinnen wären dir alle untergeordnet und würden deinen Zielen dienen. Das bedeutet, du bestimmst alles. Du bestimmst genau bis ins kleinste Detail, wie deine Prüfung ablaufen soll. Und die Prüferinnen machen total gerne alles mit. Das ist auch ganz wichtig, sich das vorzustellen. Wie fühlst du dich dann? Das, worüber ich in diesem Video rede, ist völlig neu. Deswegen kann ich es auch nicht in einem 5-Minuten-Video abhandeln. Ich bitte dafür um Verständnis. Worüber ich gleich reden werde, das gibt es weder in der Wissenschaft noch in der Spiritualität oder Esoterik. Und es ist auch weder Wissenschaft noch Esoterik. Was ist es dann? Es ist das Ergebnis meiner jahrzehntelangen intensiven Beobachtungen und Erforschungen meiner eigenen Gefühle und der Gefühle von Teilnehmerinnen und Klienten. Es ist das Ergebnis von vielen Analysen und Überlegungen. Immer mit dem Ziel, eine klare, logische Beschreibung zu finden, was mit uns Menschen und mit unseren Gefühlen eigentlich los ist. Und jetzt kann ich inzwischen sagen, dass ich Erklärungen dafür gefunden habe. Es fühlt sich richtig schlüssig, stimmig und logisch und allumfassend an. Auch wenn es ein bisschen hochgestochen klingt, wenn ich das jetzt so sage. Mit dem, was ich gefunden habe, kann ich wirklich alles einordnen. Auch wissenschaftliche Sichtweisen aus der Hirnforschung zum Beispiel und auch aus der Psychologie. Gleichzeitig habe ich neue Möglichkeiten gefunden, wie wir uns gezielt verändern und weiterentwickeln können, wie wir stressfrei werden können. Ich habe dafür ein umfassendes Metakonzept entwickelt. Das Grundprinzip dahinter ist folgendes: Wir alle haben bisher in unserem Leben so einige positive Erfahrungen gemacht. Diese positiven Erfahrungen, die nutzen wir jetzt intensiv und vernetzen sie in unserem Gehirn neu. Wir ordnen sozusagen unsere Lebenserfahrungen mit Hilfe bestimmter Techniken neu an. Und auf diese Weise können wir die Stressfreiheit in uns entfalten.
Die Stressfreiheit wird dann ein neues Denk- und Verhaltensmuster. Dabei müssen wir unsere bisherigen Denk- und Verhaltensmuster nicht verurteilen und müssen sie auch nicht ablegen. Es genügt vollkommen, alles neu zu sortieren und auch neue Denk- und Verhaltensmuster einzuüben, wie eine neue Sprache, die dann parallel zu unserer alten Sprache existiert. Ganz allmählich entscheidet sich dann unser Unbewusstes, nur noch die stressfreien Denk- und Verhaltensmuster zu wählen, weil es sich einfach schöner anfühlt und mehr Energie spart. Denn Stress kostet ja sehr viel Energie. In meinen bisherigen Videos habe ich schon viele meiner Sichtweisen und Techniken veröffentlicht, auch in meinen Büchern und auf meinen Webseiten. Das allermeiste Material ist also frei zugänglich. Ich mache das, weil ich finde, dass dieses Metakonzept ein genial befreiendes Paradigma geworden ist. Eine neue Sicht auf uns Menschen, auf menschliche Gefühle und menschliches Verhalten. Und mein Wunsch ist, dass ich das frei verbreiten darf. Meiner Meinung nach ist es sogar so revolutionär, dass es jetzt nicht mehr um die Frage geht, wie wir Stressfreiheit überhaupt erreichen können. Das habe ich mit meinem Metakonzept beantwortet. Sondern es geht nur noch um die Frage, wollen wir Stressfreiheit? Und wenn darauf die Antwort ja lautet, ja, wir wollen Stressfreiheit, dann stehen alle Werkzeuge und Sichtweisen zur Verfügung, die wir auf dem Weg zur Stressfreiheit gezielt einsetzen können. Dabei geht es nicht um Entspannungstechniken, sondern es geht um neue Sichtweisen, die automatisch entspannen. Es geht nicht um die Entdeckung der Langsamkeit, sondern um neue innere Haltungen, die uns voller Begeisterung die Dinge umsetzen lassen. Die Umsetzung kann auch schnell geschehen, aber nicht aus Zeitdruck, sondern aus lauter Freude und Spaß am Tun. Es geht nicht mehr darum, sich bei gegenseitigem Stress voreinander zu schützen, sondern es geht um eine offene Gesprächskultur. Diese offene Gesprächs- und Feedbackkultur, die entsteht durch mein Metakonzept ganz von selbst, ganz automatisch, weil es eine neue Bildersprache enthält, durch die wir auf neue Weise miteinander reden können. Ein nächstes Beispiel. Wenn du bei dir zu Hause bist und möchtest ein Bild an die Wand hängen. Du hast also das Ziel, dass du in deiner Wohnung ein Bild an die Wand hängst. Dann überlegst du dir, wo es passen könnte. Du entscheidest dich für eine Stelle und hängst es dort auf. Ganz normal. Wenn du aber bei jemand anderem zu Gast bist, das Graue sind andere Menschen, das Farbige, das sind wir. Und dieser andere ist jetzt gerade mal kurz auf die Toilette gegangen, du bist also allein in seinem Wohnzimmer und holst jetzt dein Bild aus deiner großen Tasche und hängst es einfach in seinem Wohnzimmer an die Wand, dort wo noch Platz ist. Wie fühlst du dich dann dabei? Du weißt einfach nicht, ob der andere sich über das Bild freuen wird oder ob er deine Aktion als übergriffig empfindet. Du bist dir unsicher. Solche Gefühle, die Klarheit zu Hause und die Unsicherheit als Gast, die empfinden wir als vollkommen normal. Wir kennen das ja alle. In unserem eigenen Reich entscheiden wir frei und mit guten Gefühlen. Wir haben oft sogar Spaß dabei, unser Reich selbst zu gestalten. Sind wir aber zu Gast im Reich eines anderen Menschen, dann fühlen und verhalten wir uns dort ganz anders. Wir sind unsicher, nehmen uns zurück und passen uns den Regeln des anderen Menschen an. Und wenn wir das nicht tun, dann riskieren wir möglicherweise eine Auseinandersetzung, weil der andere unser Verhalten vielleicht als übergriffig empfindet und sich beschwert. Diese ganz einfache und klare Rollenverteilung wird überall auf der Welt so empfunden, weil sie einfach menschlich und logisch ist.
Auch im Tierreich gibt es Reviere und Revierkonflikte. Ich habe diese natürliche Rollenverteilung genommen und habe daraus das bereits erwähnte umfassende Metakonzept gestaltet. Ich habe es das Neurosonanz- und Novosilienz-Metakonzept genannt. Dieser Name wirkt auf den ersten Blick kompliziert und er ist auch kompliziert. Denn in diesem Metakonzept steckt ein so unglaublich großes Potenzial drin und es ist so vielfältig, dass ich es eben nicht in wenigen Sätzen auf den Punkt bringen kann. Deswegen ist auch dieses Video schon wieder so lang. Aber alles beginnt mit dieser einfachen, natürlichen Rollenverteilung und es endet in einem großen Umdenken in unserer Gesellschaft. Wir können unser gesamtes Leben neu und besser denken und deuten und erkennen. Die Rolle, die wir haben, wenn wir bei jemandem zu Gast sind und seinen Regeln, Gewohnheiten, Zielen und Vorstellungen zur Verfügung stehen, habe ich die Mitspielerrolle genannt. Die Mitspielerrolle hat ganz natürliche Gefühle. Wir stehen dem anderen für sein Ziel zur Verfügung, haben aber unterschiedliche Gehirne. Das heißt, wir können das Ziel des anderen niemals hundertprozentig genau wissen oder kennen. Deswegen sind wir in einer Mitspielerrolle immer tendenziell unsicher. Diese Unsicherheit ist aufgrund unserer unterschiedlichen Gehirne etwas vollkommen Logisches und Natürliches. Und aus dieser Unsicherheit heraus wollen wir dem anderen natürlich auch Fragen stellen, wie wir ihm denn gut helfen können. Oder wir fragen uns, ob wir aus seiner Perspektive auch alles richtig machen. Und wenn wir Ideen für seine Zielerreichung haben, dann machen wir ihm Angebote. Wir stellen ihm unsere Idee als Angebot zur Verfügung. Und der andere entscheidet dann, ob unser Angebot zu seinem Ziel passt, ob es ihm hilft oder ob es ihm nicht hilft, ob er dadurch seinem Ziel näher kommt oder nicht. Die Rolle, die wir haben, wenn wir in unserem eigenen Reich selbst entscheiden, habe ich die Spielerrolle genannt. In der Spielerrolle haben wir Kontakt zu unseren eigenen Zielen. Wir haben Klarheit. Wir wissen, was wir wollen. Und wenn wir nicht wissen, was wir wollen, dann sind wir uns aber sicher, dass wir das gerade nicht wissen. Wir haben also immer Klarheit über uns selbst. Haben wir mal keine Klarheit, dann haben wir aber die Klarheit, dass wir gerade keine Klarheit haben. Das ist also unsere Würde. Nur wir wissen über uns selbst Bescheid. Nur wir können uns in uns selbst hineinfühlen und können selbst sicher wahrnehmen, ob wir uns gut oder schlecht fühlen. Niemand anderes kann das. Wir wissen, was für Ziele wir verfolgen. Wir können selbst sicher bewerten, was gut tut und was nicht. Was wir gut finden und was wir nicht gut finden. Was uns unserem Ziel näher bringt und was nicht. Das sind die beiden Rollen, um die es im Kern geht. Erstens die klar wertende Spielerrolle, in der wir uns auf unsere eigenen Ziele konzentrieren. Und zweitens die unsicher anbietende Mitspielerrolle, die wir einnehmen, sobald wir uns auf die Ziele eines anderen Menschen konzentrieren. Mit dieser Beschreibung dieser beiden Rollen wirst du jetzt beim nächsten Beispiel ganz leicht erkennen können, wo bereits eine Entwürdigung im Alltag beginnt. Wenn wir krank werden und gehen zum Arzt, dann suchen wir die Praxis unserer Ärztin auf. Diese Praxis gehört der Ärztin. Das bedeutet, wir sind in ihrer Praxis der Gast. Wir befinden uns in der Mitspielerrolle in der Praxis der Ärztin und ordnen uns der Regel dieser Praxis unter. Auch wenn wir aufgerufen werden und drankommen, befinden wir uns in der Mitspielerrolle und folgen den Anweisungen des Personals in der Praxis.
sitzen wir dann im Sprechzimmer der Ärztin und warten auf sie, dann sind wir immer noch in der Mitspielerrolle. Aber in dem Moment, in dem die Ärztin reinkommt und sich uns gegenübersetzt und dann fragt, was kann ich für Sie tun? In dem Moment müsste sofort ein Rollenwechsel stattfinden. Denn ab jetzt geht es um dich und um dein persönliches Ziel, gesund zu werden. Für dieses Ziel benötigst du Unterstützung von der Ärztin. Erlebst du mit dieser Ärztin tatsächlich eine korrekte und würdevolle Rollenverteilung, dann befindest du dich mit deinem Ziel nun in der Spielerrolle und die Ärztin befindet sich dir gegenüber in der Mitspielerrolle und würdigt dich als Bestimmer über dein Leben. In der reinen Mitspielerrolle hat die Ärztin eine natürliche Grundunsicherheit, aus der heraus sie dir genau Fragen stellt. Denn sie kennt dich ja nicht hundertprozentig. Sie kann sich nicht eins zu eins in dich hereinfühlen. Sie kennt deinen individuellen Körper nicht. Deswegen muss sie eine Grundunsicherheit haben und weiß nicht genau, was dir hilft, was mit dir los ist und so weiter. Und sie untersucht dich natürlich und stellt dir Fragen. Und dann macht sie dir aus ihren fachlichen Erfahrungen oder aus ihren Kenntnissen heraus Angebote. Über diese Angebote entscheidest du dann in der Spielerrolle, ob du sie annehmen möchtest, ob sie dir helfen oder nicht. Du bewertest, was für dich passt und was nicht. Du bist der Chef über deine Gesundheit. Leider gibt es aber Ärztinnen und Ärzte, die sich dir gegenüber in die Spielerrolle begeben und eigene Ziele verfolgen. Das heißt, sie machen sich ein Bild von dir, von dem sie dann überzeugt sind, dass es richtig ist. Und deswegen treten sie auch sehr selbstsicher auf und bestimmen für dich, was für dich gut ist und was nicht. Sie geben Anweisungen, was du tun sollst und was nicht. Und du befindest dich dadurch automatisch in der Mitspielerrolle, in der du nicht mehr so guten Kontakt zu dir selbst und zu deinen eigenen Zielen hast. In der Mitspielerrolle geben wir unseren Kontakt zu unseren Zielen automatisch auf, weil wir eben mehr den Zielen des anderen Menschen zur Verfügung stehen. Das ist auch ein ganz automatisches Phänomen in der Mitspielerrolle. Du hast also auch nicht mehr so guten Kontakt zu deinem Bauchgefühl. Du passt dich einfach den Anweisungen des bestimmenden Arztes an. Und hier wird es eben übergriffig und entwürdigend für dich als Patient. Viele Patienten spüren diese falsche Rollenverteilung, können es aber bisher nicht auf den Punkt bringen, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Denn sie sind ein solches Verhalten bereits aus ihrer Kindheit gewohnt. Und nun setzt sich diese Gewohnheit in der Gegenwart fort und man denkt, dass es normal ist. Ist es aber nicht. Es ist immer eine entwürdigende Rollenverteilung, wenn du ein Ziel hast, jemand anderes aber meint, genau zu wissen, was für dein Ziel richtig oder falsch ist. Einige Patienten wollen die Spielerrolle einnehmen, haben aber Stress, gegenüber dem Arzt in die Führungsposition und in die Bewertungsposition zu wechseln, weil sie dann den Konflikt mit dem Arzt befürchten. Mithilfe des Neuroresonanz- und Novosilienz-Metakonzepts wird so ein Rollenwechsel leichter und stressfreier. Umgekehrt kann man falsche Rollenverteilungen ebenso erleben. Also stell dir einmal als Gedankenexperiment vor, du bist ein einfühlsamer Arzt und ordnest dich dem Gesundheitsziel deines Patienten. Der Patient ist hier jetzt grau. Und du bist jetzt hier der einfühlsame Arzt. Du ordnest dich also dem Gesundheitsziel deines Patienten einfühlsam und vollständig unter. In der Mitspielerrolle stimmst du auch deinem Grundunsicherheitsgefühl zu. Denn du weißt, dass du nichts über den individuellen Körper deines Patienten weißt. Du stellst deinem Patienten ausführlich Fragen, machst dir zwar ein Bild von ihm,
Aber dieses Bild hinterfragst du immer wieder neu. Du hast immer ein großes Fragezeichen hinter diesem Bild, das du dir machst, weil du dir immer klar bist, dass du es nie hundertprozentig weißt, ob dein Bild stimmt. Und aus diesem unsicheren Bild heraus machst du dann deinem Patienten vorsichtige Angebote. Wenn du also vollkommen korrekt die Mitspielerrolle eingenommen hast und deinen Patienten als Chef seines Gesundheitsziels würdigst, dann kann es trotzdem sein, dass sich dein Patient dir gegenüber ebenfalls in die Mitspielerrolle begibt und den Kontakt zu sich selbst aufgibt. Dein Patient interpretiert deine Angebote, die du machst, um als Anweisungen und Bewertungen von dir, ohne dass er das dann für sich prüft, sondern er macht einfach in der Mitspielerrolle mit. Das macht er, weil er die Mitspielerrolle aus seiner Kindheit so gewohnt ist. Der Patient entwürdigt sich selbst aus Gewohnheit. Er gibt dir aus Gewohnheit die Spielerrolle und damit eine Macht und eine Verantwortung. Und du kannst nichts gegen diese Rollenzuweisung deines Patienten tun. Aber du kannst als Arzt trotzdem in der Mitspielerrolle bleiben und deinen Patienten weiterhin würdigen. Du kannst als einfühlsamer Arzt weiterhin Fragen stellen, ihm weiter Angebote machen und Vorschläge. Und letztendlich deinen Patienten entscheiden lassen, wie er sich verhalten möchte und welche Rollenverteilung er leben will. Unser Stress im Alltag entsteht genau dann, wenn wir falsche Rollenverteilungen leben oder erleben. Beispielsweise befinden wir uns in einer Situation, in der wir eigentlich zu Gast im Reich eines anderen Menschen sind. Wir haben also in Wirklichkeit gerade die Mitspielerrolle. Zum Beispiel in einem Unternehmen. Stell dir vor, du bist Mitarbeiterin in einem Unternehmen und die Chefin bestimmt über die Ziele des Unternehmens und befindet sich demnach in der Spielerrolle. Und nun fühlst du dich aber als Mitarbeiterin nicht wohl mit deiner Rolle. Du magst diese permanente Unsicherheit in der Mitspielerrolle nicht, diese Grundunsicherheit, die man normalerweise ja auch hat. Die Spielerrolle fühlt sich für dich viel klarer und selbstsicherer an. Deswegen beginnst du dir nun vorzustellen, welche besseren Ziele das Unternehmen deiner Meinung nach verfolgen sollte. Dadurch hast du die Spielerrolle eingenommen. Du entwickelst eigene Vorstellungen und Ziele für das Unternehmen und bewertest daraufhin das Verhalten der eigenen Chefin. Das heißt, du katapultierst sie dadurch in die Mitspielerrolle. In solchen Momenten werden wir unabsichtlich übergriffig gegenüber unserem Gastgeber und das erzeugt Stress. Sowohl beim Gegenüber als auch bei uns selbst, denn wir spüren das ja in gewisser Weise, dass da irgendwo was nicht richtig läuft, aber wir wissen nicht genau, was es ist. Wenn wir als Mitarbeiterin unsere Chefin kritisieren und bewerten und darüber urteilen, wie sie sich als Chefin korrekt verhalten sollte, entwürdigen wir dadurch die Chefin. Gelöst und würdevoll würde es ablaufen, wenn wir in der Mitspielerrolle bleiben, Fragen stellen, Angebote machen und Feedbacks geben, wie wir uns in der Mitspielerrolle im Unternehmen fühlen. Natürlich haben wir als Mitarbeiter in einem Unternehmen auch Rechte. Bezogen auf diese Rechte sind wir dann in der Spielerrolle. Das ist so richtig, weil wir das Ziel haben, unsere Rechte frei leben zu können. Aber eben nur bezogen auf diese Rechte. Bezogen auf die Ziele des Unternehmens sind wir immer in der Mitspielerrolle. Ist die Rollenverteilung andersherum und wir befinden uns bei uns zu Hause in der Spielerrolle, dann können wir genauso durch eine falsche Rollenverteilung Stress erzeugen. Stell dir vor, du bist bei dir zu Hause und willst dein Zuhause neu
gestalten. Überlegst dir neue Ziele, neue Visionen und fängst an, aktiv zu werden. Und nun denkst du, dass es andere Menschen gibt, die dich bewerten werden, wenn du dein Zuhause so gestaltest, wie du es willst. Du befindest dich zwar in deinem eigenen Reich in der Spielerrolle, machst dich aber zum Mitspieler. Wie geht das? Indem du hier darüber nachdenkst, wie dich wohl andere Menschen bewerten würden. Das erzeugt automatisch Stress, denn durch solche Überlegungen begeben wir uns innerhalb unseres eigenen Bereiches in unseren Gedanken in das Reich dieses anderen Menschen und machen uns in unseren Gedanken zum Gast beim anderen, obwohl wir uns doch gerade in unserem eigenen Reich befinden. Durch so einen inneren Rollenwechsel lähmen wir uns selbst und nehmen uns unsere Freude am selbstbestimmten Leben. Das hört sich alles eigentlich ganz einfach an, aber wir sind seit unserer Kindheit in entwürdigenden und übergriffigen Situationen aufgewachsen und leben in unserer heutigen Gesellschaft immer noch darin. Wir sind entwürdigende und übergriffige Situationen gewohnt und halten sie oft sogar für normal. Deswegen fällt es vielen Menschen schwer, diese neue Klarheit in ihr Leben zu integrieren. Es geht oft also gar nicht darum, dem inneren Kind nachträglich eine Heimat zu geben, sondern es geht darum, die aktuellen, entwürdigenden und übergriffigen Situationen in der Gegenwart zu erkennen und zu verändern. Dazu braucht es viel Zeit und Übung, uns immer wieder bewusst zu machen, in welcher Situation wir uns in welcher Rolle befinden. Und wir müssen uns neue Gewohnheiten antrainieren, um diese Rollen frei so wechseln zu können, wie es für uns wirklich stressfrei ist. Ich kann aber versprechen, je länger und intensiver du dich mit dem Neuresonanz- und Novosilienz-Meta-Konzept auseinandersetzt und es auf deinen Alltag überträgst, umso klarer und stressfreier wirst du in deinem Leben. Umso klarer kannst du die aktuelle Rollenverteilung identifizieren und umso freier kannst du die Rollen wechseln und damit über dein Leben bestimmen. Du kannst viel schneller erkennen, wo andere Menschen aus Gewohnheit unbewusst übergriffig handeln. Denn einige Menschen treten dir gegenüber immer mal wieder in der Spielerrolle auf, ohne dich zu fragen, ob du überhaupt als Mitspieler zur Verfügung stehen willst. Du fühlst dich plötzlich ihm gegenüber als Gast in ihrem Reich. Die umgekehrte Situation erlebst du sicherlich auch ab und zu. Obwohl du gerade Gast bei einem anderen Menschen bist und seinem Ziel in der Mitspielerrolle zur Verfügung stehst, behandelt der andere Mensch dich, als wärst du der Chef. Und er ordnet sich dir unsicher unter. Er hält dich für einen Experten und gerade weil du seiner Meinung nach der Experte bist, bekommst du dadurch von ihm die Macht, alles zu bestimmen, eigene Ziele zu haben und Vorgaben zu machen. Der andere begibt sich dir gegenüber in die Mitspielerrolle. Solche Situationen erschaffen immer wieder Verwirrungen, Unklarheit und damit letztendlich Stress. Und mit Hilfe des Neuresonanz- und Novosilienz-Meta-Konzepts kannst du aufräumen und Klarheit schaffen. Auch für dich selbst kannst du immer mehr Klarheit schaffen und kannst dein eigenes Verhalten so gestalten, dass du dir in deinem Leben nicht mehr selbst Stress erzeugst. Weil ich diese Klarheit so genial finde, ist es mein Bestreben, alle meine Erkenntnisse, die ich durch mein Neuresonanz- und Novosilienz-Meta-Konzept gewinne, so ausführlich wie möglich zu veröffentlichen. Ich verstecke oder verheimliche nichts. Meine Webseiten sind sehr ausführlich gestaltet. Du findest sehr lange Lesenproben meiner Bücher auf der Olaf Jacobsen Verlag Website und du findest viele Videos von mir auf YouTube, in die du dich kostenfrei einarbeiten kannst. Auch wenn ich nicht so ansprechend und unterhaltsam rede, wie es sich manche Menschen manche Menschen wünschen würden. Hammer. Okay, also
Konzentriere dich am besten auf den Inhalt, den ich dir zur Verfügung stehe, nicht auf die Art und Weise. Für deine Weiterentwicklung möchte ich dir eine Empfehlung geben. Finde einen Menschen, mit dem du zusammen Stressfreiheit erreichen willst. Ihr lernt gemeinsam das Neurosonanz- und Novosilienz-Metakonzept kennen und dann hast du immer einen Menschen in deiner Nähe, mit dem du dich darüber austauschen kannst, mit dem du es im Alltag üben kannst. Ihr könnt euch gegenseitig trainieren und euch gegenseitig Feedbacks geben. In der Partnerschaft wäre das am günstigsten, weil ihr euch permanent täglich seht. Denn ihr sprecht dann sozusagen die gleiche Sprache. Wenn du dich aber allein in das Metakonzept einarbeitest, wirst du merken, dass du im Alltag den inneren Kontakt zu diesem Metakonzept ganz schnell wieder verlierst. Das ist genauso wie wenn du eine neue Sprache lernst, aber du niemanden hast, mit dem du diese neue Sprache sprechen kannst. Reist du aber in das Land, in dem diese Sprache permanent gesprochen wird, dann kannst du diese Sprache ganz schnell und intensiv lernen und auch aufrechterhalten. Erschaffe dir ein Umfeld, das sich ebenso in das Neurosonanz- und Novosilienz-Meta-Konzept einarbeitet. Dann kannst du dich mit den Leuten austauschen und der Lernprozess in Richtung Stressfreiheit ist viel effektiver und macht viel mehr Spaß und ist viel faszinierender, als wenn du es ganz allein für dich selbst machst. Wenn du in einem Unternehmen arbeitest und dein Unternehmen möchte dieses Metakonzept kennenlernen und umsetzen, dann ist es wichtig, dass ihr tatsächlich das gemeinsame Ziel von Stressfreiheit habt. Ihr wollt alle gemeinsam Stressfreiheit in eurem System. Dann lassen sich meine Werkzeuge und Sichtweisen auch tatsächlich gemeinsam umsetzen. Wenn es ein paar Leute bei euch gibt, die dieses Ziel nicht verfolgen können oder es auch nicht wollen, dann wäre das gar kein Problem. Hauptsache ist, dass mindestens zwei Personen das Ziel der Stressfreiheit haben. Dann könnt ihr euch gegenseitig und gemeinsam mit Hilfe meiner Werkzeuge und Sichtweisen Feedbacks geben und euch trainieren. Wenn du allein dieses Ziel verfolgst, dann wird es schwierig, weil du niemanden zum Austausch und für Feedbacks hast. Es ist aber nicht unmöglich, aber schwierig. Des Weiteren empfehle ich für euer Unternehmen, dass ihr zwei Menschen aussucht, die besonders begeistert von diesem Metakonzept sind und sich besonders ausführlich damit beschäftigen wollen. Das sind dann die Neurosonanz- und Novosilienz-Expertinnen. Bei Unklarheiten oder Fragen können sich dann alle Mitarbeiterinnen an diese beiden Expertinnen wenden. Und wenn auch diese beiden Expertinnen nicht weiter wissen oder sich uneinig sind, können sie sich an mich wenden. Und ich mache dann ein neues Video, in dem ich dann die Lösung für das Problem erkläre. Das können sich dann alle anschauen. Natürlich könnt ihr euch auch sowieso an mich wenden. Also ich stehe sehr gerne als Referent, als Trainer und Berater für das Neurosonanz- und Novosilienz-Metakonzept zur Verfügung. Warum ist dieses Metakonzept so genial? Du kannst es überall einsetzen, wo Menschen miteinander umgehen. In der Familie, in der Kita, Schule, Uni, im Job, in Kliniken, Praxen, in der Politik, in Organisationen, Heimen und so weiter. Und überall, wo eine entwürdigende oder übergriffige Rollenverteilung passiert, könnt ihr das gezielt und würdevoll kommunizieren, ohne Kritik, ohne euch gegenseitig anzugreifen, sondern in einer ganz friedlichen Feedback-Kultur. Ihr könnt die Rollenverteilung neu und klar und friedvoll gestalten. Dabei wird niemand verurteilt. Es wird nur die verletzende Rollenverteilung mithilfe des Metakonzepts bewusst gemacht und anschließend alles neu und würdevoll sortiert. Noch ein wichtiges Beispiel, durch das du Entwürdigungen und Übergriffe im Alltag leichter aufdecken kannst. Wenn der Staat durch die Schulpflicht
will, dass Kinder ab 6 Jahren in die Schule gehen, dann befinden sich die Kinder dadurch gegenüber dem Staat in der erzwungenen Mitspielerrolle. Denn sie wurden nicht gefragt, ob sie dem Bildungsziel des Staates in der Mitspielerrolle zur Verfügung stehen wollen. Deswegen erzwungen. Sie müssen dem Schulsystem zur Verfügung stehen. Wenn wir es beim Namen nennen wollen, was da passiert, dann ist das tatsächlich ein Übergriff auf die Selbstbestimmung und damit auf das Leben der Kinder. Auch wenn die Erwachsenen den Kindern vorgeben, was sie zu lernen haben und ihnen damit Ziele überstülpen, sage ich mal ganz krass, ohne dass die Kinder gefragt werden oder ein Mitspracherecht haben, dann kann man das als Übergriff betrachten. Aber wenn ein Mensch am Ertrinken ist, er ist schon bewusstlos und wir retten ihn und beleben ihn wieder, sodass er weiterleben kann, dann haben wir denjenigen auch nicht vorher gefragt. Unser eigenes Ziel war es, denjenigen zu retten. Wir haben nicht gefragt, ob derjenige bei unserer Rettungsaktion mitmachen will. Hier waren wir auch übergriffig. Wenn der Staat die reichen Menschen hoch besteuern will, ohne diese Menschen gefragt zu haben, ob sie bei der Steuerabgabe mitmachen wollen, ist das nicht auch übergriffig? Was ist mit den Kindern, die sich schon total auf die Schule freuen und mit 6 Jahren endlich eingeschult werden dürfen? Was ist, wenn der Ertrinkende im Nachhinein total dankbar ist, gerettet worden zu sein? In Österreich gibt es eine Millionenerbin, die es ungerecht findet, so viel Geld geerbt zu haben. Sie setzt sich dafür ein, dass sie vom Staat höher besteuert wird. Durch diese Beispiele wird eins ganz deutlich. Was genau ein Übergriff oder eine Entwürdigung ist, können wir nicht immer bestimmen. Auch nicht in der Schule. Das hängt von den jeweiligen Zielen der Beteiligten ab. Arbeiten alle Beteiligten glücklich und einvernehmlich zusammen, weil sie ähnliche Ziele haben? Oder sind die Ziele total unterschiedlich und man kann trotzdem eine gemeinsame Regelung finden, mit der alle einverstanden sind? Oder bekämpfen sich die Beteiligten und wollen sich gegenseitig mit ihren Zielen durchsetzen? Am besten noch mit schmerzhaften Mitteln, durch die sie dem Gegner einen Schmerz zufügen. Und der Gegner dadurch einen Stress entwickelt. Oder verhält sich der Gegner gewaltfrei und ist sogar in der Lage, mit diesen schmerzhaften Mitteln des anderen so umzugehen, dass er für sich selbst klar bleibt und gar keinen Stress entwickelt? Und dass er Übergriffe und Entwürdigungen letztendlich als Schmerzausdruck des anderen, also des Übergriffigen, erkennt und Mitgefühl mit ihm hat, ohne dabei die eigenen Grenzen und den eigenen Schutz zu verleugnen. Also jetzt wird klar, glaube ich, warum ich mein Konzept ein Metakonzept nenne. Denn wir können in jeder Situation auf jeden Fall immer die Rollenverteilung bestimmen. Wir können auf der Metaebene immer transparent machen, wer sich bezogen auf welches Ziel in der Spielerrolle und wer sich in der Mitspielerrolle befindet. Weil den Kindern in der Schule Lernziele vorgegeben werden und die Kinder diesen Zielen zur Verfügung stehen, befinden sie sich in der Mitspielerrolle. Ganz logisch. Dort, wo die Kinder frei bestimmen dürfen und ihren eigenen Zielen folgen dürfen, sind sie in der Spielerrolle. Und die Lehrer stehen den Kindern bei ihren Zielen zur Verfügung, falls sie Zeit haben und falls das in den Lehrplan passt. Rollen können also immer klar kommuniziert werden. Doch wie wir dann diese Rollenverteilung bewerten, ob etwas ein glückliches Zusammensein oder ob es ein Übergriff ist, ob es einvernehmlich ist oder eine Vergewaltigung.
Das hängt immer von der jeweiligen Situation ab und von den Zielen, die die Beteiligten verfolgen, also von den Inhalten, nicht von der Rollenverteilung an sich. Es gibt aber noch mehr, was wir auf der Metaebene tun können. Nicht nur die Rollenverteilung bestimmen, sondern was wir genauso immer bestimmen können, ist, ob wir in einer bestimmten Rolle Stress spüren oder ob wir uns gut fühlen. Wir können alle Rollen glücklich miteinander leben, glücklich und stressfrei, sogar unabhängig von einem eventuell gestressten Umfeld. Wir können selbst glücklich sein und gleichzeitig mit dem gestressten Umfeld fürsorglich mitfühlen. Unsere Rollen können aber auch mit Stress verknüpft sein. Das sieht dann so aus. Und das erleben wir in unserem bisherigen Alltag leider sehr oft. Ich sehe kaum noch glückliche Erwachsene, die all ihre Ziele mit Spaß verfolgen, mit Spaß und voller Freude. Oder die voller Freude andere Menschen unterstützen in der Mitspielerrolle. Oder die kein Problem damit haben, ausgeschlossen zu werden oder sich selbst auszuschließen und damit in die Nichtspielerrolle zu gelangen. Und die eine glückliche und alles integrierende Haltung einnehmen können. Das ist die sogenannte Alles-Spielerrolle. Selten erlebe ich sowas. Meistens gibt es irgendwo Probleme und Stress. Mit unseren Rollenverhaltensmustern sind in unserem Gehirn Stressmuster verknüpft. Schmerzvolle Erinnerungen an vergangene Situationen, die wir nicht aufgearbeitet haben. Deswegen biete ich mit meinem Neuresonanz- und Novosilienz-Meta-Konzept einen Weg an, auf dem wir Schritt für Schritt alle unsere Rollen, die mit Stress verknüpft sind, vom Stress unabhängig machen und die Rollen alle wieder mit voller Lebensfreude leben können.